Jo, schöner Zander, Kescher. Kescher, Kescher. Einmal ein schöner Zander. Das ist ein Zander. Kann man Zander nennen, ne? Kann man Zander nennen. Schöner Zetti wieder, schöner Zetti. Komm, ich Kescher dir. Mit dem Kescher ist das aber ganz schön sportlich, muss ich sagen. Beim Barschangeln, wieder auf die Ultralight. Direkt weiter, wenn sie gerade hier stehen. Aber schön sind sie. Dein Barsch, mein Barsch. Ja. Das ist ehrlich mal ein richtig schönes Exemplar. Boah, ist das geil. Heute geht eine Runde Bier auf mich. Angry. Entschneidert mit einem 50er Barsch. Ja, come on. Juicy. Das ist ein fucking Barsch. Das ist ein fucking Monsterbarsch. Plan ist aufgegangen. Es hat funktioniert. Leck mich am Barsch, hör mal. Ja, sehr schön. Was drauf. Sehr nice. Ah. Fucking hey. Oh, was für ein Biss. Das ist die dicke Mutti. Das ist sie. Wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, ich befinde mich noch in Spanien am Ebro. Wir wollten eigentlich mit dem ersten Licht auf dem Wasser sein. Hier vorne im Hafenbereich ist das Wasser schon richtig am Kochen, alles voll mit Brut und man hört es auch schön rauben. Und ich muss jetzt meine Kameraden erstmal wecken, um endlich mal aufs Wasser raus zu können. Die sind nämlich noch im Tiefschlaf. Gehen wir mal einfach mal in die Hütte rein. Das haben anscheinend irgendwelche Jugendlichen gestern Abend bei uns auf der Veranda randaliert. So sieht das aus in Spanien. Also Vorsicht mit euren Gegenständen. So. Buenos dias. I'm back, bitches. Good morning. Good morning. Was ist denn hier los? Hello, Mister. What's up? Alles klar? Es ist schon ziemlich spät, Freunde. Wir wollten auf dem Wasser sein. Hä? Gestern zu viel Cola getrunken? Mhm. Ja, zu viel Cola? Lieber Jan. Okay, Männer. Ich gebe euch 10 Minuten und dann sehen wir uns am Steg. Dann werden Taten folgen. Oh,
Auf jeden Wurfisch. Unglaublich. Alles voll mit Barsch. Aber die Größe, die ist nicht schlecht. Wieder auf den Yamamoto-Krebs. Halt doch mal den Barsch hier vor die Linse. Ja, auf dem Salamander. Einer der hässlichsten Köder, die ich je gekauft habe, aber ich wollte ihm eine Chance geben. Ich habe ihn gestern im Angelgeschäft gesehen. Aber ich habe meinen ersten Fisch drauf gehabt, den habe ich leider verloren. Gib mir so einen verdammten Krebs. Ja, bam, ja, bam, Feuersalamander. Junge, das ist der kleinste Barsch. Das ist der kleinste Barsch. Bam, auf den hässlichsten Köder, den ich gestern im Angelgeschäft gefunden habe, auf eine Salamander-Imitation, aber die Barsche, die ballern auf alles. Die Farbe hat gut funktioniert. Sowas helles, bräunlich, ockerfarben, das sind so die Sachen, die gut laufen. Dunkle Krebsimitationen leider nicht. Wieder aufs Texas Rig mit einem kleinen No Action. Gary Yamamoto, die alte Legende. Davor 14 Gramm Tungsten, eine Glasperle. Und dann eine magnetische Metallperle, die nochmal ein anderes Klackgeräusch gibt. Und das macht jetzt den Zusatzreiz, damit ich meine Partner auf dem Boot in die Knie zwinge. Ja, warte, ich komme gleich auch. Boah, schöner. Oh, geil. Nee, der ist noch drin. Fettes Tag. Fetter, schöner Barsch. Voll weggehauen, das Ding. Das sind sie. Gary Yamamoto, die Krebslegende. Jawohl. Oh. Yamamoto, der verdammte Bastard. Gary Yamamoto, Alter. Schöne Kirsche, Alter. Geiles Ding. Auf jeden Fall. Messen wir mal kurz. Ja, die 40, ja, ich hab sofort gesehen. 40, so, 40. Ja. Ja, schöner Fisch. Auf jeden Fall. Ein Krebsimitator, der knallt es echt unglaublich. Also. Jawohl, noch ein paar mehr von denen. Schönes Krebsimitat. Dieses Mal auch wirklich hauptsächlich die helleren Farben. Die dunklen Krebse funktionieren nicht ganz so gut. Geht auch, aber nicht ganz so gut. Jetzt auf die hellen knallt es richtig. Also. Ja, probieren wir es weiter, ne? Alles klar. Nach einer kurzen Mittagspause haben wir uns bereit erklärt, unsere Nachbarn mal mitzunehmen aufs Wasser. Und wen haben wir hier? Michael, hä? Der Michael und? Der Chris, servus. Der Chris, die sind unsere Nachbarn quasi. Was wäre denn dein Traum? Was ist so dein Ziel? Mein Ziel, ein Zander. Ein Zander? Ja, ein Zander kann ich dir leider nicht garantieren. Oder hier. Ein größerer Barsch. Oder ein größerer Barsch. Barsch, das werden wir hinkriegen, aber bei Zander, da habe ich auch noch ein bisschen zu knacken. Okay, schauen wir mal. Aber ich denke, dass wir schon ein bisschen Stückzahlleute machen werden. Dann heb ihn mal vorsichtig raus. Halt unten an der Schnur fest, an der unteren, genau. So, und ich mach dir mal den Bügel auf. So, 5 Minuten nach den Instruktionen, da sehen wir einen glücklichen Angler. Plan ist aufgegangen. Am Texas Rig mit einer Krebsimitation ein kleiner Barsch. Wunderschön. Perfekt. Dickes Petri. Sehr. Big L-Garantie ist eingetroffen. Sauer. Den lassen wir aber schnell wieder schwimmen. Der ist noch sehr klein. Cool. Hau rein, Digga. So langsam wird der Michi aber warm hier. Kurbel mal weiter. Ist ein kleiner. Thank you.
zweite. Das geht voran. Schwer ist zufrieden. Schön Hutenspitze hoch. Schön Hutenspitze hoch und mach langsam, mach langsam. Piano, piano. Wir wollen nicht, dass er ausschlitzt. Sehr schön. Ja, ja, mach langsam, mach langsam. Mach langsam, mach langsam, mach langsam. Komm her zu mir. Komm, langsam, 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 langsam. Es wird besser und besser. Halt ihn einmal schön hoch. Ja. Perfekt. Hast du schon mal so einen großen Barsch gefangen? Ja, ich glaube, das ist mein neuer Rekord. Muss ich was zugeben. Alles klar, das freut mich. Ein glückliches Gesicht. Sehr. Kleiner Zander. Echt? Na. David Zander. Okay, das reicht schon an Einkurbeln. Also sonst kommst du nicht dran. Dickes Petri. Dankeschön. So, dann schmeißen wir wieder zurück, den Kamerad. Scheint wohl, dass Michi sein Talent gefunden hat im Barschangeln. Sechster! Nummer 6. Der Rekord von der Woche ist schon fast gebrochen. Wie viele Fische hast du die Woche gefangen? Ich darf mir doch gar nicht so. Ich glaube 7 herum. Oh, pst. Niemand weiter so. Tadam! Sehr schön. Wir hatten ein kleines Schlüsselerlebnis noch auf dem Wasser, denn ein Barsch spuckte mir einen kleinen Krebs aus. Und das öffnete uns die Augen und zeigte uns, warum Krebsimitationen gerade sehr, sehr gut funktionierten. Schlussfolgerung daraus, wir hatten nicht genug Krebsimitationen dabei und fuhren erstmal in den Tackle-Laden in Mequinenza, um uns noch ein bisschen auszustatten. Und da passierte das Unglaubliche. Auf einmal schlenderte ich zwischen den Regalen und ich erkannte einen guten Freund von mir, Dirk Dieters. Und wir quatschten kurz. Er hat es am Ebro hauptsächlich auf Wels abgesehen und hatte wirklich die Woche sehr, sehr gut gefangen. Und ich hatte nur noch 2 Tage vor mir und ich versprach ihm, einen Abend eine kleine Session mit ihm noch zu starten. Und er versprach mir eine Fanggarantie für einen Wels. Ja. Getrunken, wenn ja. Ich das richtig verstanden habe. Ja, wir brauchen ungefähr 22 Paletten. Bier muss immer sein. Der erste Wels ist gemacht. Das ist jetzt der kleinste Wels der Woche. Der kleinste Wels, der die Woche rausgekommen ist hier. Und tatsächlich ist das mein erster Fisch.
Dirk hat mir ein bisschen mehr versprochen, deswegen releasen wir den mal schnell. Ja. Und fahren jetzt mal zu dem Kollegen. Großen. Genau, der aus der Gruppe hat nämlich gerade jemand ordentlich gejubelt. Da fahren wir mal ran und dann gucken wir uns mal den Wels an. Der Anfang ist gemacht. Ich taste mich vorsichtig ran an das Thema. So, bei dir. Ja, ich wollte eigentlich hier wollte ich gar nicht. Ja, aber wir wollen alleine hier gefunden. Ja, das ist. Warte mal, was ist das? 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 Wir haben es geschafft. Ja, warte mal. Ja, ich wollte ja von du, oder? Wahnsinn. Hast du einen kleinen Fisch gefangen? Ja, ich wollte nur einen kleinen fangen. Ja. Nicht geschafft. Voila. Oh, das fühlt sich. Boah, guck mal, der Panzer da runter ab. Boah, was ein Monster. Was machst du denn da? Ich komm grad nicht weg hier. Leck mir am Arsch. Du bist auf Feuer. Junge, ist das asozial. Ey, ist doch noch gar nichts. Ist doch noch harmlos. Junge. Vom Schlagen her 1,90 Meter. Ich. Leck mich am Arsch. Komm, ey, du hast ja noch keine 5 Meter gepumpt, ey. Wenn der Wels nicht genug wäre, ja, war doch diese fucking dummen Sprüche. Ist auf jeden Fall was anderes wie 60 cm, oder? Oder 80. Wir haben doch noch gar keine dummen Sprüche abgelassen. Ja, da, jetzt gibt er nach. Vielleicht gibt er nach. Na ja, na komm. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, jetzt. Ja, jetzt ist er. Ja, warte mal, da ist, du glaubst doch nicht, dass der schon aufgibt. Ah, da kommt. Ah, da kommt Blas, ne? Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt hat er. Da kommen die nächsten Blasen. Oh, da ist er doch. Oh, ich glaube 1,97 Meter, 1,98 Meter. 1,80 Meter. Hey, da machst du so ein Jammer von. Nice, Alter. So, Leute, ihr seht's, Plan ist aufgegangen. Dirk hat nicht zu wenig versprochen. Wir haben ihn noch nicht gemessen, das werden wir gleich tun. Aber ich denke, der wird 1,80 Meter, 1,90 Meter, Dirk, ja, was sagst du? Irgend so 1,80 Meter hat er. Es war mega nice, es war mega nice. Mir fallen wirklich die Arme jetzt schon ab. Ich will nicht wissen, wie sich der Holländer gerade gefühlt hat mit 2,44 Meter Wels. Richtig nice. Den releasen wir. Den gibt es heute nicht in der Fritteuse. Natürlich. Das gehört zum guten Ton in Spanien. Sauber. So kann es weitergehen. Den Kopf unter Wasser halten. Ein bisschen halten. Aber jetzt los, ist er wieder weg. Er beißt schon wieder, ne? Er ist weg. Da ist er weg. Auf Wiedersehen. Beleidigt ist er. Geil, ey. Petri, Jungs. Junge, kranker Scheiß. Kranker Scheiß am Aero, Leute. Ich kann's euch sagen, ey. So, Leute, die Woche ist leider vorbei. Jetzt wollten wir noch mal ein kleines Resümee machen. Ein paar Köder vorstellen, die gut funktioniert haben in der Woche. Die Woche war super, wir haben extrem viele 40-plus-Barsche gefangen. Leider war die Kamera nicht jedes Mal mit, das war ja auch teilweise ein kleiner Urlaub. Aber wir haben einige schöne Fische vor die Linse gekriegt. Das Camp ist sehr gut gelegen am Ebro. Wir haben sehr, sehr viele Hotspots gefunden, die wirklich im Umkreis von 1, 2, 3 Kilometern waren. So, einmal zu den Ködern. Wir haben gemerkt, dass wir sehr gut Barsche auf Krebsimitation gefangen haben. Um mal ein paar einfach vorzustellen, habe ich mal hier ein bisschen was hingelegt, was die Woche gut funktioniert hat. Wir haben gemerkt,
richtig dunkle Krebse haben die Barsche nicht angesprochen, aber helle Modelle wie hier von Reins oder von Fish Arrow. Dieser Krebs hat sogar eine kleine Besonderheit, den habe ich hier einmal ausgepackt. Wenn man den umdreht, ist die Unterseite mit einem durchsichtigen Gummi und die Scheren, die haben kleine Holofolien. Das fand ich auch sehr interessant. Ansonsten mein absoluter Favorite die Woche, womit ich die Jungs auch ein paar Mal ordentlich an die Wand geangelt habe, war von Ilex. Sieht aus wie ein kleines Alien-Embryo. Hat so kleine Ärmchen an der Seite und wenn man diesen Gummi durchs Wasser zieht, fangen die extrem an zu vibrieren. Und ich weiß nicht warum, darauf standen sie extrem. Die absolute Fangfarbe war dieses helle Modell. Damit habe ich wirklich größtenteils alle meine Barsche gefangen. Ja, ansonsten ein paar kleine Highlights noch. Ich hatte hier einen Salamander ausprobiert. Der hat auch sehr gut gefangen. Ich weiß nicht, ob es an der Form lag oder einfach an den kleinen Ärmchen, die sich bewegt haben unter Wasser und die helle Farbe. Und wie wir die Köder angeboten haben, war größtenteils einmal mit einem beweglichen Bleikopf, mit der sogenannten Cheburashka, wo der Köder extrem viel Spiel hat, durch eine breite Öse am Haken, die Öse am Bleikopf. Und wenn man die Köder durchs Freiwasser oder am Grund zuppelt, bewegen die sich ultra geil. Hier sind wir auch schon beim nächsten Fanggarant. Das ist einmal der Polaris von der Marke Crazy Fish. Ihr seht schon, das Schwänzchen hat extrem viel Spiel. Und wenn man den fein an einer Ultraleitrute fischt, bewegt er sich ultra geil. Absoluter Killer war diese Farbe. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. So leicht bräunlich, leicht gräulich. Die hat richtig gerockt. Ansonsten habe ich mal was ganz Neues ausprobiert. Das waren so Sliding Heads, die habe ich hier im Angelgeschäft gefunden. Die sind eigentlich fürs Black Bass Fishing. Und da kann man die Offset-Haken ganz einfach in einer Öse einhaken. Die bewegen sich dann sehr, sehr wild, die Köder. In der Absinkphase rasen die mal nach links, rasen die mal nach rechts. Die sind wie ein kleiner Schlitten und dadurch schießen die durchs Wasser immer unterschiedlich. Und dieses unkontrollierte Absinkverhalten soll für die Barsche sehr interessant sein. Black Bass habe ich leider nicht gefangen. Dafür habe ich einige schöne Flussbarsche damit gefangen. Zum Beispiel mit dem Salamander dann da dran. Wir haben natürlich die Krebse gefischt, ich, wie der Luis auch. Und ich wollte mich aber ein bisschen abheben auch. Ich habe gesehen, die Lauben ziehen hoch und wollte mal ein bisschen testen und habe halt viel den King Louis gefischt von Monkey Lures in 10 cm als Silver Haze. Habe darauf etliche schöne Barsche gefangen auch und die Lauben, um die Lauben zu imitieren, halt ziemlich naturnah. Auch viele No-Action-Sheds. Okay, dann auch zu meinen Highlights der Woche. Ich habe natürlich wie die anderen Jungs auch Krebsimitate gefischt. Nur ich habe von meinen Schwarzbarschkollegen gelernt, da ich die hier im Camp kennengelernt habe, viel mit Gary Yamamoto gefischt. Schöne Imitate in verschiedenen Größen, verschiedenen Farben. Hier auch der helle. Die hellen Modelle haben sehr gut gefangen, viele Fische gebracht. Dann habe ich sie teilweise am Dropshot gefischt. Teilweise auch Creature Baits, wie hier diese Mückenimitat, Mückenlarvenimitat. Ja, oder aber auch kleine No-Action-Sheds, in dem Fall von Westin, auch am Dropshot. Haben viele Fische gebracht. Und dann habe ich mal was ganz anderes ausprobiert wie die Jungs. Ich habe mit kleinen Zockern gefischt oder auch kleine, wie nennen die sich, Ice Jigs. Hatte ich auch drauf. Auch viele Fische mitgefangen. Verschiedene Größen, verschiedene Modelle. Ja. Alles in allem war es eine mega geile Woche. Ich habe meinen Wels-PB gefangen. Ich habe sehr gute Barsche gefangen. Schöne Zander. Wir hatten super viel Spaß mit den Jungs, war es echt klasse. Und was mir richtig gut gefallen hat, war das Camp, in dem wir waren. Die Fishing Lodge Matarana kriegt wirklich von mir 5 Sterne. Das Bungalow war super, super gepflegt, super sauber. Auch das Restaurant im Camp konnte man sich abends gemütlich hinsetzen, noch 1-2 Cervezas trinken. Also alles in allem. War echt ein geiler Urlaub. Ich kann es nur weiterempfehlen. Die Region ist ein Trip wert. Peace out.